Hi ihr Lieben, heute will ich euch die 7 größten Schuhtrends für Herbst, Winter 2019-20 zeigen. Und so viel vorweg, viele der Trends sind gar nicht so neu. Auf den Laufstegen hat man viele Trends gesehen, die es in den letzten Jahren schon gab. Es kann also gut sein, dass ihr den einen oder anderen Trendschuh schon besitzt. Und am Ende des Videos wisst ihr, welche eurer Schuhe gerade besonders angesagt sind. Und bevor die Hater jetzt anfangen, die Messer zu wetzen, denn ich kriege bei meinen Trendvideos immer mehr Hate als sonst. Ich habe die Trends nicht gemacht. Ich schreibe euch auch nicht vor, die Trends mitzumachen. Das entscheidet jeder selbst, also tief durchatmen, schön locker bleiben. Und am Ende des Videos seid ihr einfach informiert, was Trend ist, könnt mitreden und wisst, welcher Trendschuh zu welchen Hosen und Röcken besonders gut aussieht. Ich habe übrigens heute auch ein zweites Video für euch. Auf meinem englischen Kanal zeige ich euch heute 6 Herbstbasics, die ich euch hier schon letzte Woche vorgestellt habe. Und dort kombiniere ich sie zu unzähligen tollen Outfits. Also wenn ihr Outfit-Inspiration für den Herbst wollt, geht über diesen Link, könnt ihr euch das Video gerne im Anschluss anschauen. So, ich lege mal los mit Trend Nummer 1, derbe Schnürstiefel oder auch Combat Boots genannt. Der Trend ist nicht ganz neu, er kam schon in 2018 auf. Übrigens hat dieses Video heute Schuhe24.de gesponsert. Sie haben diese Stiefelette sowie noch 4 andere Trendschuhe zum Video beigesteuert. Den Rest habe ich wieder selbst gekauft. Ich habe auch einen sehr netten Rabatt für euch bei Schuhe24. Schuhe24.de ist ein Online-Schuhhändler, die sehr viele Marken führen, wie Paul Green, Gabor, Echo. Sie haben, wenn ihr das hier seht, ich hoffe, ihr seht das, sie haben auch Herren- und Kinderschuhe. Also wenn ihr für euch, die Familie, wen auch immer Schuhe braucht, mit meinem Code NAT15 könnt ihr 15% sparen auf alles, auch auf Reduziertes. Und ab Montag gilt dann nochmal für 2 Wochen der Code NAT10, da spart ihr dann 10% auf alles. Wenn ihr übrigens bei Schuhe24 shoppt, unterstützt ihr nebenbei den deutschen Einzelhandel, denn die Schuhe kommen von kleinen, lokalen Händlern, aber ihr habt das bequeme Online-Shopping-Erlebnis, das man so gewohnt ist heutzutage. Zurück zu den Schnürstiefeln. Also, auf den Laufstegen sah man sie zum Beispiel bei Alexander McQueen, Knie hoch, oder bei Prada aus Lackleder. Ja, und diese hier sind etwas alltagstauglicher, sage ich mal. Und ich finde diesen Kontrast sehr schön, diese kleinen Perlen und das Satinband sind ein toller Kontrast zu dieser derben Profilsohle. Besonders schön sehen die Combat Boots zu engen Hosen, wie zum Beispiel Skinny Jeans aus, wie hier. Jetzt müsst ihr bedenken, dass ich Schuhgröße 41 habe bei 1,72 Meter. Das heißt, es ist bei mir nicht so schmeichelhaft. Bei kleineren Füßen sieht das sicherlich besser aus, aber mir ist das egal, ich trage das trotzdem. Ich habe es letzten Winter rauf und runter getragen, einfach weil es so schön bequem ist und einfach auch cool aussieht. Aber auch zu Straight-Cut-Jeans sehen diese Schuhe super aus. Dann rollt man einfach den Saum ein bisschen hoch. Ich rolle ja in meinen letzten Videos die Säume hoch wie so ein Weltmeister. Aber es ist halt praktisch. Darunter trägt man dann einfach einen Strumpf, der farblich zum Outfit passt, einen dunklen Strumpf im Zweifelsfall. Dann würde ich diese Schuhe auch zu einem weiblichen Plissé-Rock zum Beispiel kombinieren, aber da auch vielleicht eher bei etwas kleineren Füßen. Der nächste Trend, Chunky Chelsea Boots. Also Chelsea Boots sind ja ein absoluter Klassiker, aber Designer wie Ralph Lauren, Burberry und Alexander McQueen haben den Chelsea Boots ein Makeover verpasst und sie mit einer dicken Gummisohle versehen. Sieht halt cool und edgy aus und auch hier habe ich wieder ein etwas tragbareres Modell als die Modelle, die die Designer gezeigt haben. Und diese Boots sehen auch wieder zu Skinny Jeans super aus, zu einer Straight Cut Jeans oder auch zu einer Military Hose, die jetzt wieder sehr angesagt sind diesen Herbst. Übrigens, alle Teile, die ich euch zeige, alle Schuhe, alle Kleidungsstücke und auch die Rabattcodes findet ihr unten in der Infobox. Einfach die kleine Box aufklappen. Der nächste Trend, Cowboy und Biker Boots. Beide absolut nichts Neues, aber wieder so oft gesehen auf den Laufstehen. Die Designer haben sie zu Hosen, Röcken, Kleidern kombiniert. Und auch diese Boots kann man wieder super zu Jeans kombinieren. Eigentlich alle Schuhe, die ich euch heute zeige, das brauche ich nicht immer dazu zu sagen. Aber sie sehen zum Beispiel auch toll aus zu einer Shorts und Strumpfhosen oder im frühen Herbst, wenn man noch keine Strumpfhose braucht, kann man zum Beispiel diese Western-Booties zu einem Kleid kombinieren. Sieht auch sehr süß aus. Der nächste Trend, Overknee-Boots. Die waren ja nie ganz weg vom Fenster, aber dieses Jahr sah man sie wieder besonders oft auf den Laufstegen. Zum Beispiel bei Celine in verschiedenen Farben und gefüttert mit Lammfell oder bei Isabel Marant geshoppt zu kurzen Röcken und Kleidern. Diese Boots habe ich online bestellt und im Online-Shop stand, es sind Overknee-Boots. Sie wurden da nicht am Model gezeigt, aber wie ihr seht, es sind eindeutig Underknee-Boots. Es sei denn, man ist 1,40, dann könnten es noch Overknee-Boots werden. Also stellt euch jetzt Overknees vor und ich würde bei diesen Stiefeln immer beachten, dass der Look mit ihnen schnell ins Verruchte abdriftet.
was nichts Schlimmes ist, aber wenn ihr nicht ständig alle um euch wuschig machen wollt, zum Beispiel im Job, dann würde ich sie halt eher zu lässigen Teilen kombinieren, zu Jeans zum Beispiel oder zu den Army-Hosen. Oder ihr lasst sie zum Beispiel im Büro oder wo auch immer ihr arbeitet, unter dem Midi-Rock verschwinden. Das Schöne ist, dann kann man darunter auch eine schöne, dicke, hässliche Strumpfhose tragen. Man bleibt schön warm, so kann man Röcke super bei kaltem Wetter tragen. Oder ihr lasst sie unter einer dieser angesagten weiten Cropped-Hosen verschwinden. Sieht auch super aus. Nächster Trend, eckige Zehenkappen. Bevor ich zu diesem Trend komme, spitze Schuhe sind nach wie vor angesagt. Das ist ein absoluter Permatrend, der irgendwie nie verschwindet. Ihr habt bestimmt auch spitze Schuhe im Schrank. Sie sind natürlich super, um optisch das Bein länger und schlanker wirken zu lassen. Vor allem, wenn sie einen ähnlichen Farbton haben wie das Unterteil, denn dann nimmt das Auge so eine senkrechte Linie wahr. Das ist eine schöne optische Täuschung. Ich würde nur darauf achten, bei kräftigen Beinen kann ein sehr spitzer Schuh das Bein noch kräftiger wirken lassen, weil einfach im Verhältnis zu dieser filigranen Spitze das Bein breiter wirkt. Also da würde ich eher zu einer mandelförmigen Spitze greifen und diese Spitzen sind auch immer noch sehr angesagt, sind allgemein schmeichelhafter, sind auch toll für Frauen wie mich, die einen großen Fuß haben, denn diese Spitzen, diese extremen Spitzen lassen den Fuß natürlich riesig wirken. Also diese Extremspitzen sind toll für kleine Frauen mit zierlichen Beinen, aber ansonsten sind diese mandelförmigen Spitzen, sehen an den meisten Frauen besser aus. Dann zurück zum Trend eckige Zehenkappen. Ein Trend aus den 90er Jahren, wie so viele Trends momentan, muss man mögen. Ich persönlich bin kein Fan der 90er Jahre Mode. Ihr könnt mir alles aus den 70er Jahren verkaufen, wirklich alles. Aber die 90er, bildet euch mal selbst euer Urteil. Diese Schuhe sehen toll aus zu lässigen Teilen, wie zum Beispiel einer Jeans oder einer Cropped-Lederhose. Finde ich ganz toll. Nicht so toll sind sie zu einer Strumpfhose, also sind eher was für den Spätsommer, frühen Herbst. Ja, welche Strumpfhose soll man denn zu hellblau tragen? Außer transparente Strümpfe, die ich persönlich nur ins Büro tragen würde, in der Freizeit, nö. Nächster Trend, Sockboots, also Stiefeletten, deren Schaft wie eine Socke aussieht und eng am Bein anliegt. Auch gar nichts Neues, aber hat man wieder viel gesehen auf den Schauen, zum Beispiel bei Boss mit Blockabsätzen oder bei Valentino aus Lackleder. Ja, und diese Stiefeletten sehen super aus, wieder unter Cropped-Hosen, unter denen man sie verschwinden lassen kann, oder auch zu Midi-Röcken. Wozu ich sie nicht tragen würde, sind Skinny Jeans, weil dann hat man insgesamt einfach eine viel zu enge Silhouette. So Skinny Jeans sehen viel besser etwas lässigere Schuhe aus, wie die Cowboy Boots, die ich euch gezeigt habe vorhin, oder die Biker Boots, oder die geschoppten Stiefel, also diese Slouchy Boots, so wie die Overknee Stiefel von vorhin. Also dieses leicht geschoppte, da hat man auch wieder so diesen 70er-Jahre-Look, den ich persönlich halt so liebe. So, nächste Woche geht es hier auf meinem Kanal um Modesünden, die jedes Outfit ruinieren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und klickt das kleine Glöckchen. Vergesst nicht die Rabattcodes bei Schuhe24, wenn ihr da was shoppen möchtet. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt mein anderes neues Video anschauen. Das zeige ich mal hier nebenan. Da geht es um Outfit-Ideen mit den 6 wichtigsten Herbst-Basics. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.